So, guten Morgen. Willkommen zurück zur Frühstücksbörse. Heute am letzten Handelstag im Monat April, und zwar der 30. Ja, der 30. April heute und ein Freitag noch dazu. Kommen also technisch im Chart und in den Märkten. Also einige Punkte hier zusammen, aber der Reihe nach. Schauen wir uns an, was passiert. Aktuell Trading-Möglichkeiten. Wir haben hier gerade zweierlei. Und einmal hier von unserem BDSwiss-Kunden, der mich auf die Idee gebracht hatte, der gute Arnes aus Großbritannien. Heute früh im kleinen Morning Call hier in meiner kleinen Runde haben wir uns dort den Pfunde Schweizer Frankenmarkt vorgenommen, und seine Idee war dort: Hey, Unterstützungszone könnte durchbrochen werden. Der Markt sieht in der Tat ziemlich schwach aus, sind wir reingestepft und haben uns hier mal drei Kontrakte auf die Seite gelegt, die sich gerade relativ prächtig bewegen. Denn was wir hier sehen aktuell, hier könnte alsbald ein Vakuum entstehen und der Markt sich sogar noch tiefer weiter abwärts bewegen und dann auf der Short-Seite hier einiges an Potenzial mitbringen. Wir haben es hier in der Vergangenheit ebenso gesehen. Also durchaus eine oder andere Möglichkeit, nachdem der Markt fällt, dass dann durchaus mehr Potenzial hier abgefrühstückt wird. Die Frage, ob das Ganze allerdings natürlich wirklich auch so weiterhin hier eintreten wird, bleibt abzuwarten. Aber nach dieser starken Preisbewegung sieht es hier in der Tat für mich nicht allzu positiv aus. Also, ein kurzer Blick auf den Chart genügt. Unterstützungszone angetestet, Rücksetzer nach oben, Rücksetzer erneut, und jetzt ist echt die Unterseite hier offen. Nächstes Unterstützungsniveau wäre natürlich hier diese Unterstützungsebene, die ich hier sehen würde, 1,2570, und danach dann wäre nicht mehr allzu viel sogar auf der Short-Seite. Gucken wir uns das Ganze auf Monatsebene an. Sieht auch das hier nicht danach aus, als würde der Markt jetzt vielleicht hier zurücklaufen. Klar, Gewinnmitnahmen hier vielleicht nach diesem starken Abfall auf der Short-Seite könnten dazu führen, dass der Markt sich hier ein wenig vielleicht leicht auf der oberen Seite erholt. Auf der anderen Seite allerdings sehen wir natürlich ganz klar, dass hier immer wieder so starke, imposante Bewegungen durchgeführt wurden und der Markt sich durchaus hier dann schnell und stark bewegt hatte. Trendlinienmäßig passt es ebenso, und genau das auf der Short-Seite hier sieht in dem Zusammenhang hier ziemlich gut aus. Einstiegspunkt waren wir hier 1,2655 dabei. Stop-Loss 1,27, den kann man sogar ein bisschen tiefer legen. Und den Stop-Loss 1,2725 würde ich sogar sagen, 1,2725 reicht sogar. Genau, und dann auf der anderen Short-Seite kann es weiterlaufen. Ebenso von mir gepostet hier den Euro auf der Short-Seite, Euro-Dollar. Die Frage natürlich hier: langfristiger Trend aufwärts, langfristiger Trend auf der Long-Seite könnte den Markt weiterhin hier positiv eigentlich auch unterstützen. Aber, und da kommt natürlich jetzt der Freitag hier ins Spiel, wir handeln hier am Freitag, wir handeln hier am letzten Tag des Handelsmonats. Hier könnten Gewinnmitnahmen noch einmal laufen. Auch da finde ich die Zone nicht allzu schlecht im Wochenchart und im Monatschart. Klar, gilt natürlich wie im Pfunde Schweizer Franken auch ein ähnliches, respektive das gleiche Argument auf der anderen Seite. In dem Fall allerdings würde ich hier sogar davon ausgehen wollen: bearische Bewegung nach unten, Rücksetzer nach oben, dass der Markt vielleicht hier ein wenig die Unterseite antesten könnte. Also, da haben wir eine zweite Variante hier und einen kleinen Stop-Loss hier gesetzt. Der Markt gerade fängt an, ganz gut sich zu bewegen. Hier würde ich ebenso, da habe ich glaube ich vier Kontrakte genommen, nee, auch drei Kontrakte, genau, würde ich einmal abwarten und schauen, wie hier die Reise auf der Short-Seite sich weiterhin zeigt und ob vielleicht hier und dann alsbald auch sich weiterhin hier der Druck auf der unteren Seite weiterhin andeutet und damit dann der Markt sich weiterhin hier nach unten bewegen wird. Das wären die beiden Trades, die hier, wie gesagt, mir einfallen und die auch hier weiterhin ziemlich gut aussehen. Frage natürlich, ob das Ganze hier so passt, aber wir werden sehen. Warten wir einfach erstmal ab und schauen, was weiterhin passiert. Gestern Nachrichten seitens Twitter. Dort hatte der Aktienkurs etwas einbüßen müssen, ziemlich einbüßen müssen, jedenfalls. Er musste dort Gewinnmitnahme wurden dort gesehen. Der Markt wurde relativ schnell und stark verkauft, etwa 12% tiefer. Der Markt handelnd. Auf der anderen Seite konnte allerdings Amazon aufgrund steigender Quartalsumsätze auch dort weiter zulegen. Das heißt also, Amazon zieht weiter 2% nach oben. Insgesamt die Aktienmärkte allerdings natürlich auch hier
vielleicht durchaus gespickt durch mögliche Gewinnmitnahmen in den nächsten Handelstagen oder im nächsten Handelsmonat. Ob das der Fall sein wird, bleibt mal abzuwarten. Aber insgesamt stellen wir natürlich hier fest, dass der Markt weiterhin erst einmal am Widerstandsbereich nicht wirklich so bereitwillig hier weiter steigen möchte. Im Gegenteil, sieht eher vielleicht nach so leichter Verlustreise aus. Der Markt könnte sich vielleicht eher ein wenig hier auf der Short-Seite eine Weile jedenfalls einmal orientieren. Bleibt natürlich auch da abzuwarten. Nach diesem durchaus positiven Handelsmonat ebenso, wenn wir uns hier den April anschauen. Ziemlich dicke zugelegte, würde ich mich wie gesagt hier nicht wundern, wenn ein wenig mehr Druck auf der unteren Seite vielleicht im Markt eintreten könnte. Parallel dazu gucken wir uns noch einmal die Zinsen an. Wir sehen, dass die Zinsen natürlich hier dafür sprechen, dass im nächsten Monat hier richtig Alarm sein könnte. Der Trend hier, klar, auf der Long-Seite, das heißt die US-Zinsen der Anleihen dürften hier in den nächsten Monaten natürlich weiterhin sich positiv bewegen. Frage natürlich hier, inwiefern der Markt sich weiter dort steigend zeigt. Aber das, was hier dafür spricht, ist natürlich ganz klar die Aufwärtsbewegung hier. Die Aufwärtsbewegung im Markt, die jedenfalls hier ganz klar auf der oberen Seite für weiteres Potenzial dann sorgen könnte. Das wäre dann auch weiter natürlich das Argument hier im US-Dollar. Das heißt, der Zinssatz oder der Zins steigt weiter. Der US-Dollar hier könnte sich auch da auf der Seite vielleicht mal wieder gegenläufig bewegen. Der Trend, ja, wir sind eigentlich ja hier im Euro-Dollar in so einer Seitwärtsphase. Er weiß jetzt nicht, ob der Markt dort weiterhin zulegen mag. Keine so richtig klaren Handelszeichen auf den langfristigen Handelsebenen. Von daher bleiben wir erstmal hier im kurzfristigeren Handel dabei und handeln hier erst einmal vielleicht das, was wir gerade sehen. Und das spricht hier für mich jedenfalls dafür, dass der Markt sich auf der Short-Seite hier vielleicht weiterhin abwärts bewegen dürfte. Das also im Euro-Dollar. Ansonsten, glaube ich, sind wir hier ganz gut gewappnet für das jetzige Marktumfeld. Im Pfund sehen wir nicht viel Neues, da sind wir am Widerstandsbereich angelangt. Der Markt am Widerstandsbereich gerade hier leicht fallend. Das heißt, die Handelskerze der letzten Woche nach wie vor hier hat das Sagen. Auch hier kann man natürlich diese gewisse Trendlinie dort im Chart sehen. Der Markt könnte diese Trendlinie natürlich nach unten hin durchbrechen und damit dann weiter mit Short-Potenzial sich hier abwärts bereit erklären. Also hier der Pfundepreis sieht mir auch eher so nach einer leichten Seitwärtsbox eigentlich aus. Und wenn die natürlich jetzt hier nach unten durchbrochen wird, würde dafür einiges sprechen, dass der Markt sich auf der Short-Seite weiter abwärts bewegt. Das wäre natürlich dann auch ebenso gleiches Argument. Hier Pfunde US eher schwach. Pfunde Schweiz ebenso vielleicht eher schwach, also auf beiden Seiten hier durchaus ja die Short-Möglichkeiten hier im Zusammenhang. Parallel dazu die Edelmetalle, da sehen wir den Silberpreis eher immer noch unterstützt, auch eher in so einer Art Seitwärtsbewegung, aber der Markt natürlich hier muss sich schon relativ zeitnah hier entscheiden, ob es jetzt weiterhin auf der Short-Seite weiterläuft oder ob wir noch einmal weiteres Potenzial hier nach oben sehen. Die Frage natürlich, die hier klar im Raum steht, ist definitiv, ob der Silbermarkt dann, wie gesagt, die Oberseite hier antesten kann. Das heißt, 26,30 bräuchten wir, um steigende Preise hier natürlich dann sehen zu können, um den Markt hier weiter auf der Long-Seite entsprechend handeln sehen zu können. Das wäre natürlich die Wichtigkeit, die wir hier nach oben sehen. Parallel dazu gucken wir uns den Goldmarkt an. Auch der eigentlich gut unterstützt, vor allen Dingen natürlich, nachdem wir hier gestern noch einmal richtig tief und zackig diesen gleitenden Durchschnitt, den 50er Moving Average Durchschnitt hier dort angetestet haben. Also einmal Unterstützungszone durchbrochen, Markt bricht nach oben. Das könnte natürlich hier weiter positive Argumente liefern. Auf der Nachrichtenseite noch einmal hier rückblickend oder auch nach vorne schauend, haben wir nicht allzu viel Wichtiges heute am heutigen Tag. Gestern noch einmal die Arbeitslosen-Unterstützungsanträge fielen leicht schwächer aus als erwartet, im Sinne aber insgesamt eher in Erwartungshorizont Größenordnung. Das heißt also hier keine großen Abweichungen. Bruttoinlandsprodukt leicht besser annualisiert, ebenso leicht besser. Heißt also gemischtes Bild hier, wenn wir uns die Märkte als solches anschauen, spricht jetzt nicht dafür, dass hier großartige neue Änderungen dort erwartet werden. Im Gegenteil, sieht alles einigermaßen danach aus, was wir hier schon insofern gesehen haben. Heutiger Tag auch nicht viel Neues, etwas schwächere Zahlen aus China, gleichwohl natürlich nach wie vor Wirtschaft in China weiter positiv. Das heißt, nach Covid-Erholung sieht es dort nach wie vor eher positiv aus. Entsprechend ebenso Australien ja in Abhängigkeit Chinas ebenso extrem positiv. Also auch hier auf der heutigen Seite nicht allzu viel Frisches. Und dann noch im Laufe des Tages hier noch Bruttoinlandsprodukt aus der Eurozone. Ja, mein Gott, kann man so anschauen, können wir uns anschauen. Ich bleibe eher dabei,
Ich würde das Ganze hier eher auf der etwas schwächeren Seite sehen. Shahab fragt nach dem Euro-Japaner und der sieht ebenso in der Tat echt nicht allzu schlecht aus hier auf der Short-Seite. Und zwar auf dem 4-Stunden-Markt hier oder im 4-Stünder könnte man auch sehen oder sehen wir hier, dass der Markt so ein bisschen am Widerstandsbereich gerade scheitert. Nach dieser Aufwärtsbewegung der letzten Handelstage, auch hier durchaus Gewinnmitnahmen vielleicht im Rahmen aktuell, heißt für mich, ganz klar könnte hier der Markt sich weiter schwach bewegen und um diesen Widerstandsbereich natürlich dann auch weiterhin Abwärtspotenziale andeuten. Das sieht mir gut aus und taugt für eine Short-Position, vielleicht Einstieg aktuell, Stop-Loss vielleicht 132,06. Take-Profit muss man schauen. Also bis dann wiederum erneutes Potenzial nach oben hin eintritt. Der ATR liegt ja relativ schnell schon. Bei weiteren sind das hier bloß 20, 25 Pips auf der Unterseite. Wäre also nicht allzu viel zu holen vielleicht, aber bei etwas größerer Korrektur im Euro als solches, bei ebenso vielleicht Korrektur auch im Dollar-Yen, gucken wir uns den an, da haben wir jetzt nicht allzu viel vielleicht Frisches hier zu sagen, aber insgesamt, wie gesagt, Euro-Schwäche könnte natürlich dann auch parallel hier den Euro-Yen weiterhin schwächelnd und dann weiterhin schwächelnd zeigen und dafür sorgen, dass natürlich der Markt weiterhin hier mit Gewinnmitnahmen sich abwärts bewegt. Das wäre meine Ausgabe hier für den heutigen Tag. Weiter viel Erfolg, ruhiges Wochenende für Sie. Bis dahin hören wir uns am Montag wieder. Alles Gute, ciao, ciao.